Es kommt wohl zum nächsten DFB-Hammer, denn der neue Co-Trainer von Julian Nagelsmann soll kein geringerer werden als Sandro Wagner. Das wurde jetzt von Sky und der SZ berichtet. Alle Infos dazu natürlich hier. Und zudem ist es nun bestätigt worden. Es soll nämlich so sein, dass es eine Rückkaufklausel bei Harry Kane geben soll. Was das jetzt für die Bayern bedeuten könnte, das und noch mehr erfahrt ihr hier im Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, und damit rein ins erste Thema, und das ist natürlich Julian Nagelsmann, denn der, das habt ihr mittlerweile alle mitbekommen, wird der Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden. Da führt jetzt mittlerweile kein Weg dran vorbei, und da kommt es zu einer echten Überraschung, denn sein erster Co-Trainer soll tatsächlich der aktuelle Co-Trainer Sandro Wagner werden. Und das ist natürlich schon ein heftiger, ja, eine heftige News, muss man einfach ganz klar so sagen. Denn dass Sandro Wagner hier der Co-Trainer von Julian Nagelsmann wird, das war nicht abzusehen. Und jetzt hat es Florian Plettenberg eben berichtet. Julian Nagelsmann, der will Sandro Wagner als seinen Co-Trainer haben, und auch der DFB-Boss Rudi Völler möchte unbedingt, dass der ehemalige Bayern-Stürmer der Co-Trainer von Julian Nagelsmann wird. Nagelsmann und Wagner, die kennen sich eigentlich schon ziemlich lange. Er war damals schon Trainer von ihm, als er noch bei Hoffenheim war. Dann war er mal Trainer, als er bei Bayern war. Man hat ständig miteinander zu tun gehabt, man versteht sich wohl auch. Und das Team Nagelsmann-Wagner könnte tatsächlich jetzt im nächsten Jahr dann die DFB-11 in Richtung Euro bringen. Da freue ich mich schon sehr auf die Interviews mit Sandro Wagner. Der ist ja da auch öfter mal ziemlich direkt, hat auch ein bisschen Erfahrung rund um die Medien sammeln können. Und das ist eine geile Kombination, muss ich ganz ehrlich so sagen. Hat mir sehr gut gefallen, Sandro Wagner. Noch ein ganz, ganz klassischer Typ. Auch einer, der nicht auf den Mund gefallen ist. Und das ist eine geile Kombination. Komplett fix ist es noch nicht. Er ist wohl kurz davor, dazu zu stimmen. Wie gesagt, Nagelsmann, der will ihn haben. Rudi Völler möchte, dass er das übernimmt. Bislang war er immer Assistent von Hannes Wolf bei der U20 des DFBs. Was jetzt mit Hannes Wolf genau passiert, das ist Stand jetzt noch nicht so genau klar. Möglicherweise unterstützt er da auch noch mit, möglicherweise macht er aber auch jetzt wieder ganz normal die U20 weiter. Es ist aktuell wohl davon auszugehen, dass neben Sandro Wagner auch noch Benjamin Glück ein Teil von Julian Nagelsmanns Trainerteam werden könnte. Das Ganze soll dann in den nächsten Tagen tatsächlich finalisiert werden, und das ist schon ziemlich geil. Also wie gesagt, offiziell bestätigt ist das Ganze ja auch noch nicht. Hans-Joachim Watzke, der hat ja gestern nochmal eine Einigung mit Nagelsmann dementiert. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, sagte er da. Er ist ja auch Teil dieses Gremiums beim DFB. Da ist man zwar in positiven Gesprächen, das hat Bernd Neuendorf schon bestätigt mit Julian Nagelsmann, aber final möchte man sich da noch nicht festlegen. Vermutlich, weil man auch erst diese ganzen Sachen mit Assistenz und so weiter klären möchte. Aber ist schon mal eine ziemlich coole Nachricht, dass hier Sandro Wagner Teil des DFB-Trainerstabs wird, und ich glaube, da ist er auch echt ziemlich gut aufgehoben, und es ist schon eine krasse Erfolgsstory. Noch vor wenigen Monaten war er noch bei Unterhaching, und mittlerweile ist er dann einfach Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Das ist ein sehr, sehr steiler Aufstieg, und sein Wechsel zum DFB hat sich damit für ihn natürlich auch extrem bezahlt gemacht. Und da interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Was sagt ihr zu diesem Trainer-Duo, was jetzt die deutsche Nationalmannschaft zur nächsten Heim-EM bringen soll? Können wir mit diesem Duo tatsächlich was bei der Heim-EM reichen? Oder sagt ihr, nee, mit den zwei reißen wir nichts, das geht nach hinten los? Eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und dann kommen wir zum Thema, nämlich Harry Kane. Das ist das zweite Thema des heutigen Videos, und da hat es jetzt Daniel Levy tatsächlich bestätigt. Es gibt eine Rückkaufklausel bei Harry Kane. Er sagte im Interview mit der Football London: Harry ist stets willkommen. Er ist ein geliebter und sehr geschätzter Teil der Spurs-Familie. Und zudem bestätigt er, das hat der Fabrizio Romano ebenfalls berichtet, es gibt wohl eine Rückkaufklausel bei dem Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München. Wie hoch diese ist, was da genau für Anforderungen drinnen stehen, ab wann man die ziehen kann und so weiter, das ist Stand jetzt nicht bekannt. Jetzt ist aber wohl davon auszugehen, dass diese Rückkaufklausel frühestens ab 2025 greift, vielleicht sogar noch später. Man hat ja den Stürmer sehr, sehr lange an den Verein gebunden, bis 2027. Aber vermutlich hat Daniel Levy unter anderem auf diese Klausel bestanden, damit der FC Bayern München überhaupt hier einen Transfer dann am Ende finalisieren konnte. Aber was ist jetzt zu dieser Rückkaufklausel eigentlich bekannt? Zu
zumindest muss man erstmal festhalten, keine richtigen großen Details. Aber es ist davon auszugehen, dass es ein Passus im Kaufvertrag war, das den Tottenham Hotspurs garantiert oder zumindest mal die Möglichkeit gibt, ab einem noch nicht bekannten Zeitpunkt Kane für eine festgeschriebene Ablöse in unbekannter Höhe zurückzuholen. Es kann auch sein, dass es quasi so eine Klausel ist, dass sie immer eine Art Vorkaufsrecht haben, wenn der FC Bayern München ihn irgendwann mal wieder verkaufen sollte, dass Tottenham immer noch die Möglichkeit hat, hier dazwischen zu funken und beispielsweise, wenn United ihn für, ich sage mal, 100 Millionen Euro kaufen will, dann könnte auch Tottenham hier 100 Millionen Euro bieten und dann würden sie eher den Zuschlag bekommen als der andere Club. Auch das sind Möglichkeiten, die hier irgendwie verbaut sein könnten. Wie hoch die Klausel ist, was genau darüber bekannt ist, ab wann sie zählt, wie gesagt, das ist alles noch nicht bekannt. Das wird vermutlich erst in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht doch erst rauskommen, weil wie gesagt davon auszugehen ist, dass sie frühestens ab 2025 greifen könnte und wie gesagt, bis dahin ist ja auch noch eine Menge Zeit. Und wer weiß, ob Harry Kane bis dahin überhaupt noch beim FC Bayern München unter Vertrag ist. Das Fußballgeschäft ist so schnelllebig. Ich glaube, man wird Harry Kane so lange wie möglich an den Verein binden. Man wird versuchen, so lange wie möglich mit Harry Kane zu planen. Aber wie gesagt, der Fußball ist so schnelllebig, da kann man sich jetzt einfach noch nicht festlegen. Und als letzte kleine News, ja, da hatte ich euch in den vergangenen Tagen bereits schon mal darüber berichtet. Stefan Kuntz, der wurde jetzt offiziell tatsächlich beim türkischen Verband entlassen. Das ist, ihr seht ihn im Hintergrund, ja ein Thema ja, für sich. Stefan Kuntz, der war auch in der Verlosung rund um den Nationaltrainerposten. Letztendlich wird er es wohl nicht werden. Es wird ja, wie bekannt ist, Julian Nagelsmann werden. Aber Stefan Kuntz, der war der Trainer, der mit der U21 DFB-Elf zweimal Europameister wurde und sich natürlich so auch für höhere Aufgaben ja, versprach. Das wurde letztendlich dann nichts. Er wird jetzt letztendlich bei der türkischen Nationalmannschaft entlassen und sein Nachfolger steht tatsächlich auch schon fest. Denn das wird der Italiener Vincenzo Montella und nicht Ex-Bundestrainer Joachim Löw, denn der wurde auch schon beim türkischen Verband gehandelt. Das waren ja tatsächlich erstmal so ein paar ganz verrückte Gerüchte. Also das wäre was gewesen, wäre Jogi Löw einfach zurückgekommen und hätte hierfür Stefan Kuntz in der Türkei übernommen. Das wäre schon sehr, sehr verrückt gewesen. Wie es jetzt mit Stefan Kuntz weitergeht, das ist Stand jetzt nicht klar, aber eine Rückkehr zum DFB, das ist wohl ziemlich wahrscheinlich, denn hier hat er noch einen ziemlich guten Ruf, was er dann letztendlich hier machen kann. Das ist nicht bekannt, aber zum Beispiel die U20 braucht jetzt ja wieder einen neuen Co. oder vielleicht auch einen neuen Trainer. Kommt darauf an, wie Hannes Wolf jetzt vielleicht verfahren wird, denn da fallen jetzt ja Hannes Wolf voraussichtlich und auch Sandro Wagner weg. Vielleicht übernimmt Stefan Kuntz dann die U20. An sich muss man aber sagen, kommt die Entlassung relativ, ja ich sage mal, überraschend, denn in 20 Partien hat er durchschnittlich mit der türkischen Nationalmannschaft 1,95 Punkte geholt. Das ist der zweitbeste Punkteschnitt, den jemals ein Trainer bei der Türkei hatte. Und jetzt wurde er eben entlassen, weil ich glaube, die letzten 3 oder 4 Spiele liefen nicht so ganz rund. Von daher vielleicht etwas voreilig, vielleicht aber gab es da auch intern noch andere Probleme. Das weiß man ja immer bei solchen Entlassungen und bei solchen Entscheidungen eben nicht. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr grundsätzlich von den ganzen News heute? Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.